Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und seid grüßlich herzlich im 61. Teil meines Don King Preisfighter Let's Plays. Leute, es geht Richtung oberste Spitze, ne, also jetzt in der Königsdisziplin ja weiter. Und zwar jetzt muss ich gegen Sergei Ljachkovich kämpfen, beziehungsweise den buche ich mir jetzt den Kampf. Und da gibt's 21 Millionen Dollar, das ist ja verrückt, Leute. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Geld da überhaupt auf dem Haufen ist. Wahnsinn. Oh, Leute, Achtung, da ruft mich jemand an. Tabitha. Was willst du schon wieder die ganze Zeit von mir? Baby, drop whatever it is you guys are doing and take me to New York Fashion Week. I got us front row seats for the best collection. Come on, please. Say yes. Nein, sag ich nicht, weil ich muss trainieren. Mensch. Mädele, ich bin professioneller Gesichtsschläger, ich kann das nicht anders machen. So, Autotraining einmal, so. Und hier, die Agilität hin muss ich auch noch ein bisschen nach vorne bringen. Bin noch ein bisschen träge, ne? Ja gut, ich bin auch ein Moppel. Bin jetzt dann nicht so der Flinkeste, ne? Aber egal, Hauptsache Dampf im Bizeps, ne, das ist wichtig. Und da gucke ich jetzt, dass ich ordentlich Dampf mache, dem Ljachkovich oder so, wie der heißt, ne? Gucken wir mal, dann sehen wir mal. So, da ist er ja. Oh, sehr mysteriös. Sergei Ljachkovich. So. Footwork, kid. Remember your footwork. Once you let this guy in, you'll find the White Wolf's teeth are sharp and he's gonna hurt you bad. But that's what you got your arms for, keeping him away. Ja, klar. Ladies and gentlemen, welcome to Madison Square Garden, New York's finest fight venue for this evening's... Ja, passt schon. Let's make this a clean one, guys. So, jetzt. Das dürfte ein mitreißender Kampf werden. Wir sehen zwei Kämpfer, ja, schauen wir mal. Ich möchte nur mal gucken, wie der Ljachkovich so ein bisschen hier sich auspowert, ja? Okay, jetzt bin ich dran. Na komm, was ist los mit dir? So, jetzt komm. Genau, so muck wie das. Nee, so nicht. Hey. Ja, jetzt könnte was werden. Vielleicht schicke ich ihn jetzt schon auf die Matte. Komm. Bitte, geh, leg dich doch hin, Mensch. Glaub mir, du bist müde. Dave, pass auf dich auf! Genau! Jetzt, hopp! Ja! Mann, du machst es spannend, Dave! Oh Mann! Hast du gut gemacht, schön! So, jetzt kurz. Verschnaufpause! Ich muss auch mal kurz durchatmen hier! Das ist für mich auch immer sehr, sehr spannend, das Ganze. Oh Mann. Ja, klar. Hoppala. Na, das glaube ich wird nichts daraus. Da muss ich ihn ein bisschen enttäuschen. Weil wir haben eigentlich umgekehrt ausgemacht. Ich mach das. Na komm her! Wieder ein guter Treffer. Ja, komm her. Jetzt habe ich den Schnabel voll hier! Ljachkovich schafft es hervorragend, seinen Kopf zu schützen. Naja, so hervorragend will ich jetzt nicht sagen. Noch eine Minute. Hallo!
Schenken getroffen. Eine wasserdichte Verteidigung seines Kopfes. Mit dieser Leistung kann er nicht zufrieden sein, Jeff. Naja, schauen wir mal. Vielleicht ist er schon zufrieden. Ich bin erst dann zufrieden, wenn ich gewinne, ne? Wieder ein guter Schlag. Birkett, nimm diese schöne Rechte. Autsch, der hat ja hier oben noch weh getan. Jetzt komm, geh schlafen, Mensch! Du Armleuchter! Hopp! Nein! Ja! Schön! Super! Oh, krass, echt! Dave, die Pizzaplauze, die knöppelt sich da so durch, echt! Kid. Keep that fire burning. Ja, ja, klar. Ich tue, was ich kann. Trainer Wilson. Na klar, habe ich ihn ordentlich beherrscht. Wir haben ja ausgemacht, das muss ja so sein, ne? Quatsch ist. Nichts haben wir ausgemacht, aber ich habe das schon mal klar gemacht. Ja, ja, komm. Seine Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Nee, ich auch nicht, weil wenn Dave die Pizzaplauze zuhaut, dann ist alles zu spät, ne? Komm her! Seine Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Noch 30 Sekunden. Guter, sauberer Schlag. Na komm her! Jetzt hat er Angst. Ah! Komm, Feigling! Schäm dich doch nicht, das ist okay. Nein! Oh Mann, jetzt hat er mich hingesemmelt. Verdummelt und verdammelt, das stinkt nach Rache. Scheibenkleister! Oh. Der Kampf der Giganten wird Ihnen präsentiert von Don King, die... Ja, ja, passt schon. Moment. Okay, jetzt habe ich den Schnabel voll hier. Komm nur her. Na komm her. So Schläge kriegst du. Jetzt geh schlafen, komm, Mensch! Das gibt's doch nicht! Leg dich doch hin! Habt ihr doch schon mal gesagt, leg dich hin, bitte! Ja! Jetzt habe ich kurz am Herzchen ein kleines Bäuselein gegönnt. Oh, war das schön jetzt! So, da. Der will immer noch, oder was? Ich glaube eher das Ende vom Ende. Wird von einem linken Jab am Kopf getroffen. Und nur noch wenige Sekunden in dieser Runde.
Und? Klar, klar. Da ist sogar sein Trainer sprachlos. Ja, toll. Ein schöner Lufthaken, ne? Toller Fang, stehen wird sein Gegner auch morgen noch spüren. Aus, der hat ja hier oben noch wehgetan. Sergej Ljakovic schlägt ins Leere. Nein! Jetzt komm, Prinzessin, geh doch schlafen, Mensch. Du bist doch so müde. Noch 30 Sekunden. Diese solide Deckungsarbeit macht es schwer für The Kid. Mann, 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 das war jetzt nicht so. Macht nichts, eine Runde schenke ich ihm, die kann er haben. Aber jetzt, ja. So viele Punches kommen durch. Au, weia, da gehen die Lichter aus nach diesem Heartbreaker. Schlag wie aus dem Leer. Er trifft nicht. Die Fans mögen solche Aktionen. Oh! Gezielt ins Herz hinein. Bam. Das war schön. Ja, willst du mal wissen, oder was? Ja, dann komm her. Ja, was will er hier wenden? Das einzige Blatt, was er wenden kann, ist sein Klopapier. Noch 30 Sekunden. Ja, komm her. Schlägt ins Leere. That's the ticket, kid. Keep all over this guy. Na klar. Der Arme, der kriegt die Augen gar nicht mehr auf. Sieht er mich überhaupt noch? Hey. Ich hätte jetzt nicht abbrechen sollen. Das war jetzt ein bisschen doof von mir. So, noch einmal, komm. Ja, schön. Ja. So mok wie dat. 4, 5, 6. Erst auf dem Ring. So. Wieder auf den Füßen und bereit zu kämpfen. Was für ein Treffer. Hahaha.
Puff! Das war schön. Also, da geht Ljachkovic schlafen, ne? One, two, three, four, five, six, seven. Der will nicht nochmal wissen, oder was? Oh Mann. Er trifft nicht. Die Fans mögen solche Aktionen auch nicht. Nur noch 10 Sekunden in dieser Runde zu boxen. Shane, Shane, Shane. We're over. Super Leute, das war's. Da geht Ljakovic schön schlafen, ne? Oh, das war schön jetzt, echt. So, Ladies and Gentlemen, Dave die Pizzablauze hat gewonnen! Ja! Oh, das war schön! Super, das hat mich jetzt echt riesig gefreut, Leute. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen an dieser Stelle mal wieder einen sauberen, präzisen Cut, ne? Damit, ja, es nicht zu lange dauert, das Ganze. Aber, ich muss mal gucken. All we know is 1 second it's the fight everyone's screaming for, and then bam, Bomani gets his license back. Okay. Did money change hands? Was there some backroom dealings? There's some good chance there was. Uh-huh. But the media, man, they were already focused on the fight that everyone wanted to see happen. The title is mine. You are false. Waka Bayou. I am coming for you. You can't stop me. I am justice. Come down for you. Bomani had never been beaten. He had 9 official fights that we know of, 9 of them knockouts, and 2 of those fighters never fought again. One of them still has his jaw wired up. Bomani, he didn't think like a boxer. He was a force of nature. Of course, then they had to find a place where they could stage the thing. From where I was, it looked like Don was trying to back out and let his boy cling on to the title for as long as possible. This is a title he didn't even deserve in the first place. Bomani's new license came with so many restrictions, it was impossible to really use it. If anything, it was Don who made it happen. He's the only one who had the connections. If there's one place on the face of America, the greatest nation in the world, and don't you ever forget it, where destiny and history can stare each other down and teach us the true meaning of character, where yesterday's nobody can become today's somebody. It's Las Vegas, baby. The sparkling crucible of great expectations, hopes, and dreams. Ladies and gentlemen, it's on. Las Vegas will stage the fight that we've all been waiting for. Oh, it must have been the biggest day in boxing for the last 20 years. And what happens? Bam, the kid goes underground. Doesn't want to be a part of the hoopla, doesn't want to be part of the press, nothing. So as a result, it's Bomani's face on the TV, the networks, the magazines. He's everywhere. Okay. There was a lot of talk about Silva then, but the kid needed to get his head straight. In Poland, we say hunger will lead the fox out of the forest. And now the kid is hungry. I hadn't heard from the kid in a while. He wanted me to help him train in the mountains, just me and Frank, like the old days, like how it used to be. No parties, no chat shows, no guest appearances, nothing. There's a time to live and a time to die. It's destiny. An irresistible force against an immovable object. And something had to give, and give it did. Make no mistake about it. My boy knew that he would be tested with fire and fury inside that ring. Yeah, I knew what Don was thinking. Frank and Carla, too. But they wouldn't have said anything to the kid. It was too late. Don's pride wouldn't let him stop that fight, even if he listened to his head. Our pre-fight phone poll is showing 88% to 12% in favor of a Bomani victory. It's an overwhelming statistic right there. You've got to ask, is there really any way that Bomani can be stopped? I thought Bomani was going to destroy this kid. I thought he was going to kill him.
That's what I was thinking. Bomani, too quick, too fast. No way he can lose. Oh, jetzt geht's wieder los mit der Bimmelerei, Mensch. Carla. Carla, Don's been on the phone. He's trying to put another fight together with the biggest TV audience in history. History. The whole world's gonna see it live. People are gonna tune in to see it in the middle of the night. I'm talking US, Asia, Europe, South America, Africa. The whole planet's gonna know what you've got. Doesn't get any bigger than this. Get your head together, baby. I don't need to tell you to train your ass off, do I? Ja. Ja klar, mach ich. Danke. Jetzt, Moment, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Jetzt kommt der Oberste, oder wie dieser sogenannte Bomani. Moment. This is the biggest fight of all time. Over 100 million people want to see you fight. This is the one that matters. The only one that counts. History in the making. Win this one and you gain immortality. Win this one, champ, and you're immortalized. Gain immortality, champ. Oh, jetzt lastet er schon. Bomani, das ist er. Leute, ich glaube, ich bin am Ende angekommen, ne? Das ist er. Ja, was heißt das jetzt für uns? Ja klar, einen Cut. So ist es, Leute. Wir müssen an dieser Stelle ein bisschen Pause machen. Ich muss mich kurz erholen, tief Luft holen und dann schnappe ich mir Bomani. Echt, also den mache ich dann alle, hoffe ich. Ja gut, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mich gerne abonnieren und Glöckchen drücken. Nicht vergessen, dann werdet ihr mal schön mit nachgeklickt, sobald ich wieder was Neues hochgeladen habe. Wenn ich den Kerl besiege, Leute, dann sind wir mit Don King Prizefighter eigentlich leider auch schon durch. Aber bis dahin würde ich sagen, bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt, bitte den Bauchnabel waschen. Und dann sehen wir uns in der Fortsetzung im Finale gegen Bomani wieder. Tschö, Papa.